Pah! Ja, servus ihr Verrückten da draußen. Willkommen zurück zu einem neuen Hauptprojekt, Nummer 2 sozusagen. Und zwar spielen wir... Was ist los? Ach nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Pah! Und zwar spielen wir Edna bricht aus. Wow. Genau, Edna, danke. Hier seht ihr es auch, nochmal im Hintergrund. Und ja, ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, auf das Spiel, muss ich sagen. Ich habe es auf dem Grand schon gesehen, das heißt, es ist mal wieder nicht blind. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe fast keine Blind-Spiele. Naja, egal. Ich hoffe mal, dass das alles jetzt einwandfrei funktioniert. Gerade ist es mir nämlich schon abgeschmiert. Und wir sind jetzt hier erstmal in einer Gummizelle. Das ist die liebe Edna, die wir hier im Hintergrund haben. Und mit der werden wir jetzt ein bisschen Spaß haben mit diesem Spiel. Es wird ein bisschen länger dauern, das Adventure, denke ich mal. Weil ich bin ja so ein allzu Antitalent für Rätsel und solche Sachen. Ich bin ja nicht so denkfit. Aber ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt einfach mal. Es ist wahrscheinlich auch vom Format her nicht in gewohntem 16:9. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt strecke oder nicht. Das seht ihr dann schon, wie es mir besser gefällt. Auf jeden Fall schaue ich mal, dass ich es gut wie möglich hinbekomme. Es ist schon ein bisschen älter, das Spiel. Und ebenfalls nicht auf Full HD ausgelegt. Tja. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und ja, was machen wir denn jetzt? Ist ein Point-and-Click-Adventure, kennt da inzwischen jeder. Wir schauen uns jetzt erstmal alles an, würde ich sagen. Blablabla. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Sekunde, ich habe kurz mal meine Lautsprecher ein bisschen leiser gestellt, weil sonst... Kann ich den mitnehmen? Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Was will ich denn mit einem Billardtisch, bitte? Kann man denn mit dem reden? Stehen bleiben, Tisch. Brav. Ja, kann man scheinbar. Stuhl? Ah ja. Ansehen? Haben wir denn was? Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Oh, der Stuhl, ja. Haben wir denn irgendwas im Inventar? Nö, außer Harvey. Okay. Können wir denn irgendwas hier benutzen? Den Tisch? Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Okay. Hallo, Invita, geh bitte weg. Vielleicht den Stuhl? Geht da was? Ich habe hier lange genug gesessen. Okay. Können wir denn da was nehmen von dem Stuhl? Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Okay, dann reden wir doch mal mit der Tür, oder? Also, reden, ne? Hallo, Tür. Wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Ich dich übrigens auch. So, was machen wir denn jetzt hier? Benutzen? Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Hier ist ein Gitter. Dann reden wir doch mal mit dem Gitter. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Da hat er natürlich recht, der Harvey. Und können wir denn irgendwas machen hier? Hey! Hallo! War nicht so ein Lärm da drin. Was willst du? Ja, was will ich denn eigentlich? Wo bin ich hier überhaupt? Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Oh, bist du witzig. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Ja, fürs witzig sein wirst du aber auch nicht gerade bezahlt, oder? Wer bin ich denn überhaupt? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Ich bin aber nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Hey, unterschätze ich den Harvey nicht, ja?
Warum kann ich mich eigentlich an nichts erinnern? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Oh, der ist unfreundlich. Den mag ich nicht. Warum ist es eigentlich so heiß hier drin, zum Teufel? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Alter, die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Gut zu wissen zumindest. Könntest du mir vielleicht die Klimaanlage anstellen? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Aber, lass mich raus, das ist Notfall. Lass mich raus, das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Ja. Mir ist wenig schwindelig hier drin, oder? Es ist viel zu heiß, was nehme ich denn? Es ist viel zu heiß. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. So was Unfreundliches, mir ist aber schwindelig. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ja. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Ja. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Steh auf! Jetzt, Mann, und so. es ist viel zu heiß hier drin, immer noch. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Oh, wieder die gleiche Antwort, schade. Ich habe aber Hunger. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Hey. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Oh, ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Auf jeden Fall ist voll der Notfall. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Alter, ist das eine wandelnde Wetterstation da draußen, oder was? Ich muss mal. Jetzt erst recht. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Eigentlich ja. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf die Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Also ernsthaft mal jetzt. Na gut, ich habe mich geirrt. Oh, kein Notfall. Ich habe mich geirrt. Umso besser. So, ich würge das jetzt kurz mal ab. Mir ist übrigens aufgefallen, wie elegant du diese Tür bewachst. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Ach, Entschuldigung, ich bin gerade eingeschlafen. du und Sport, dass ich nicht lache, also, oder? Warte mal. Oha, dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Oha. Nehme ich jetzt mal. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Ein sehr ernstzunehmender Sport zumindest. Ja. Das sage ich jetzt mal besser nicht, weil du schlägst uns wahrscheinlich durch die Tür durch. Minigolf, mir wird ja ganz duselig. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Oh, danke sehr. Jetzt bin ich aber jetzt dankbar. So, und jetzt haben wir irgendwo eine Klimaanlage. Polster, können wir da was machen? Nö. Können wir da benutzen? Ha! Ah.
Wir können die Polster schlagen. Ist ja cool. Hier oben haben wir übrigens den Entwicklerkommentar von Poki. Den höre ich mir aber wahrscheinlich die Spiele über hinweg nicht unbedingt an. Aus einem ganz einfachen Grund. Baum. Bei genauerer Betrachtung fällt mir die Stuhlartigkeit dieses Stuhles erst richtig auf. Ah ja, stuhlartige Stuhle. Sehr, sehr, sehr philosophisch. Nee, ich werde mir die Kommentare nicht anhören, weil die einfach das Spiel nur in die Länge ziehen. Ist zwar schön, was er da manchmal zu labern hat und auch teilweise recht witzig, aber das ist dann... gehört nicht zum Spiel, finde ich, dazu. Könnt ihr euch auch vom Gronkh anschauen, das LP. Der hat's ja durchgezockt. Mit Kommentaren teilweise. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ich hätte aber jetzt gerne... Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ja, bla bla. Ich kenne mich vor allem. Sehr sinnvoll. Ich würde hier gern irgendwas haben, um... Ich habe hier lange... Ja, bla bla. Ich würde hier gern irgendwas haben. Harvey, hast du denn was zu sagen? Was denkst du über diesen Stuhl, Harvey? Er verbirgt etwas. Meinst du? Er sieht so nutzlos aus. Das täuscht. Glaub mir. Stuhl of Doom. Nee, es sind ja nur diese zwei Gegenstände im Raum. Das heißt ja, das müssen die irgendeinen Sinn haben, oder? Gehe ich jetzt mal von aus. Polster, was haben wir denn hier noch Schönes? Tür, Polster, sonst haben wir eigentlich nichts, oder? Nicht schlecht so ein Sofabezug an der Wand. Ja, das stimmt allerdings. Nicht schlecht so ein Sofabezug. Benutzen. Ich würde gerne dieses Ding hier, diesen Stuhl hier benutzen. Super Idee. Wahrscheinlich komme ich dadurch frei, dass ich mir diesen Stuhl nochmal angucke. Ja. Warte mal. Das ist wirklich interessant. Die Beine lassen sich abschrauben. Na, siehste? Ein Stuhl. Siehste, was habe ich gesagt? Ich habe hier lang... Nehmen. Stuhl. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Ich hoffe mal, sehr abschraubbar. Ah, wunderbar. Übrigens sehr freizügig, unsere Edna hier hinten, muss ich mal drauf aufmerksam machen. So einen hätte ich... Ja, die hat nichts mehr zu sagen, okay, das... Ja, kann... kennen wir schon. Das Spiel braucht ein bisschen Zeit, also wenn es hier stellenweise mal ein bisschen langsamer zugeht, nicht wundern. Ein Stumpf ist nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Also wirklich mal, das ist echt schlimm. Kann ich den in irgendeiner Form benutzen? Mit Polster vielleicht? Das hatte kaum einen Effekt. Okay, kann ich nicht. Wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Aha, jetzt müssen wir das Ding irgendwie spitz bekommen. Nur wie? Mit dem Tisch? Oh. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Taha, wir haben ein kaputtes Stuhlbein. Yay. Schlitz mal ein bisschen, oder? Ja, schlitz mal nicht so lang, Alter. Der Riss ist doch schon lange drin. Was haben wir denn hier Schönes? Ein paar Polster durchschlitzen, würde ich sagen. Wie gesagt, ich spiele nicht blind. Das heißt, ich weiß die ein oder andere Stelle natürlich schon. Aber, ja. Schlitzen wir einfach random hier einfach mal quer durch den Raum. Mal schauen, ob irgendwas passiert. Ich weiß das ja nicht. Müsste ja eigentlich. Wahrscheinlich ist es eh wieder auf dem letzten Teil, das wir durchschlitzen. Na. Ich schlitze jetzt einfach, wie gesagt, mal random durch die Gegend. Mal schauen, was passiert. Ich denke mal, die Klimaanlage müsste man ja sehen. Haha, bingo. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Luftiger Spalt. Ja. Hinter diesem Spalt. Ja, da scheint irgendwas versteckt zu sein. Können wir das weiter aufmachen? Ja, der Lüftungsschacht. Cool. Sehr cool. Geh zu Lüfter. Ah ja, hier haben wir einen Ventilator. Da ist ein Ventilator hinter dem Gitter. Ah ja, ein Gitter. Ich hasse Gitter. Ja, ich auch. Und Schrauben. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Mm-hmm.